Moin zusammen. Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Atlas. Ja, plump, gleich mal ins kalte Wasser springen. Ja, ich musste mich retten zu dieser Insel in M11 bin ich, glaube ich. Ich muss noch mal schauen. Da ist gleich eine nette Schlange. Konzentration. Ah, gut. Denn es haben mich hier einige Stürme überfallen. Und da musste ich mich erstmal hier auf diese Insel retten. Wir gucken gleich mal, wo das ist. Ja. Harvesting ist immer noch auf doppelt. Man merkt es. Ich lade erstmal gleich wieder meine Waffen. Oh. Noch eine. Das Fleisch brauchen wir auf jeden Fall. Denn ich werde mich in dieser Folge wieder reisefertig machen. Und dann off-cam geht es dann weiter. Ich werde aber hier noch mal kurz gucken, ob, oh, verdammt, ob ich irgendwo noch mal Metallvorkommen finde. Die müssen wir jetzt erstmal reparieren. Kann ich die andere auch gleich reparieren? Wo sind wir denn hier überhaupt? Wir sind... Ach nee, wir sind bei L11 wieder, richtig. Nicht M11. Da kam ich ja her. Es war so stürmisch. Es war kein Durchkommen. Da habe ich das sein lassen, habe mich hierher gerettet. Habe ein bisschen Holz gehortet. Habe das Schiff repariert. Teilweise. Es müsste eigentlich doch eigentlich alles heile sein wieder, genau. Jetzt reparieren wir erstmal unser Werkzeug. So, die Hacke, die Schaufel brauchen wir nicht reparieren. Die Axt, die machen wir auch gleich mit. Gucken, ob das alles reicht. Reparieren, reparieren. Ja, auf den Resten der Base war ich jetzt noch nicht wieder. Die Tiere sind sowieso noch nicht claimbar. Sofern ich die überhaupt behalte, ich weiß es ehrlich noch nicht. Also es lohnt sich eigentlich nicht für uns mit der Kuh auf dem Schiff rum zu gurken. Die Schiffe verschenke ich vielleicht in der Region. Ich weiß ja nicht, wer von euch jemand hier in der Region ist. Ich bin bei L2. Da komme ich da hoch. Gedüst erstmal jetzt. Und dann könnt ihr die claimen, was auch immer. Denn ich werde mich von diesem Ballast erstmal wieder befreien von der Base. Und ja. So, hier ist noch Fleisch, das können wir brutzeln. Vitamine brauche ich auch und Fisch vor allen Dingen. Oh, halt. Vielleicht sollte ich meine Sachen auch wieder mitnehmen, wenn ich sie repariert hatte. Ah, Hitzewelle. Da. So. So, das. Denn Eisen oder Metall brauche ich. Ich brauche neue Harpunen. Und da braucht man jede Menge Metall. Deswegen werde ich hier auf der Insel noch kurz bleiben. Ich bin hier zwar in L11 in Anführungsstrichen aufgewachsen, aber ich auf der Insel hier. Im Innern kenne ich mich nicht aus. Wir werden sehen. Gehen gleich mal rein. Waffen laden wir mal auf.
Ich werde doch gleich mal die Armbrust laden. Mit dem ollen Speer kann man nicht viel ausrichten, aber ich will mal kurz verschonen noch. Schon mal. Na, ja, klar. Ja, vielleicht geht das auch so. Jetzt. Es funktioniert nämlich nicht immer. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Gehen wir zu unserer Schlange, die müssen wir sowieso noch fertig zerlegen. So, jetzt aber. So, du bist gleich das nächste Opfer. Fleisch braucht unsere Mannschaft nämlich auch. Also die müssen auch versorgt werden. Muss auch langsam aber sicher mal losziehen und Gold besorgen wieder. Wir haben nur noch 700 und das ist nicht mehr so viel. So teuer ist die Mannschaft noch nicht, aber wenn ich anfangen will mit Kanonen und sowas. Es ist jetzt natürlich gerade dunkel, aber so, das müsste jetzt einfach für diese Folge für Fisch reichen. So, was noch ein paar Beeren. Kreisch. Das war wahrscheinlich der Affe, der gerade abgehauen ist. Geht auch mit dem Speer, also erstmal wieder versorgt sein. Schon mal gleich da ab. So langsam wird mein Schiff richtig voll. Ich muss auch bestimmt noch mal Ballast ablassen, bevor wir losfahren. So Stein und sowas rausschmeißen. Und das kann alles noch verkocht werden. Da können wir uns schon was von nehmen. Schisandras. Und dann noch Kokosnüsse nehmen. Mal wieder ein bisschen aufpimpen. Jetzt regnet es, das ist gut. Kann man
gleich die Wasservorräte auffüllen. Ja, da ist noch genug drin. Da ist eine Schatzkarte. L11. Das passt doch. Oha. Zwei Stück. Ah ja. Das sind Mistviecher, oder? Die Gelegenheit nutzen wir aber. Oh ja, du bist schlau, ehrlich. Oh. Peinlich. Noch eine. Nein. Oh, das war die falsche. Das ist echt ein Schlangenparadies hier. Aufladen. Das ist ordentlich Fleisch, was da rumliegt. Jetzt frisst sie nämlich mein Fleisch auf. Nun komm, noch hin. Ist abgehauen. Zu den anderen. Kann man die gleich. Oh, naja, gut, okay.
Mann. Auch fein? Ne, dann nicht. So. Ob sie vielleicht auf der Eier. Nee, egal. Wollen wir nicht. Das packt man dann in den Ofen. Und dann haben wir genug Fleisch. Reisen werde ich wieder off-cam machen, weil im Moment da nicht viel passiert. Ziel ist immer noch G9. Und das werde ich in dieser Woche oder der kommenden Woche dann auch schaffen, da hochzugehen. Aber kurzen Schlenker nach L2 mache ich dann noch hin, wegen der Schiffe halt und ja. So, sind wir glaube ich erstmal gut versorgt heute. Und die Mannschaft auch. Das packe ich dann gleich noch rein. Fisch brauchen wir noch. Halt. Fisch da. So. Gut. Ja, dann haben wir das erstmal wieder geschafft. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Diese Folge war ein bisschen, einfach nur ein bisschen vorbereiten, Mannschaft nochmal versorgen. Und in der nächsten Folge bin ich dann wahrscheinlich schon auf der nächsten Insel irgendwo oder G9 oder, ja, mal schauen, wir werden sehen. Den Schatz hole ich zwischendurch noch. Heute hat es jetzt eh keinen Sinn, der Wind dreht, der dreht sich andauernd, das ist Quatsch. Da fahre ich jetzt nicht los. Ja, wünsche ich eine ruhige Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.